Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir müssen gerade mal ein paar Fragezeichen nachholen, die wir eben eigentlich schon mal gemacht hatten und jetzt nochmal neu machen müssen, weil das Spiel uns auf eine etwas unangenehme Art und Weise fies hat sterben lassen. Also das war wohl wirklich nicht meine Schuld, ne? Ich will es nochmal sagen. Komm schon, komm näher. Ach, komm her. Gleiches Spiel wieder, eben fix die zwei Sirenen kaputtknolzen. Jawoll. Du musst auch sterben da hinten. So, Sirene ist tot. Die Frachtliste wieder nehmen. Kurz die Frachtliste lesen. Inventar. Jo. Wir finden wieder die Kiste mit dem tollen Siegel. Die ist gleich da unten am Boot. Dann laufen wir wieder zurück zu dem Maggie. Quatschen nochmal eben schnell die Dialogsoptionen durch. Und dann speichere ich diesmal vorher. Ist ja fürchterlich. Na los, komm, Geralt. Die Kiste kennst du doch schon. Das ist doch jetzt nichts Neues für dich hier. Na, nein, nein, nein. Auf. Du musst das looten. Oh, letztes Mal bin ich mal besser angestellt. Oh, ich werde noch ersticken. So, los, auf nach oben mit dir. So, Quest erfüllt. So, wer hat hier so ein Déjà-vu, ne? Keine Angst, es ist nichts kaputt mit der Matrix, ja? Ist alles gut. Okay, erstmal hier zwischenspeichern. So, Punkt. Ich mache jetzt wieder, muss einfach zwischenspeichern. Das war sehr ärgerlich gerade. Vor allen Dingen auch Instant Death, ne? Was ist denn das? Nicht mal irgendwie doll angeschlagen oder sowas, sondern einfach gleich mal instant tot. So, dann wieder zurück in den Wald. Hier so ein paar komische Maggies umbringen. Da sind sie wieder. Kriegers. Oh, komm ran. Oh, der eine hat mich aber diesmal angewupst hier. Das war vorher auch nicht so. Das ist nicht nett von dir. Na, das lassen wir mal schön bleiben. So, eure Giftdrüsen klauen. Klauen, klauen, klauen. Klauen, klauen, klauen. Dann haben wir das auch wieder. Dann bin ich erstmal hier lang, glaube ich. Dann durch den coolen Tunnel. Genau, hier rein. Ich fand das ganz interessant hier. Irgendwelche Typen. Moin. Hier durch. Dadurch. Durch den coolen Tunnel, der echt gut aussieht, das muss man zugeben. Wie mit der Beleuchtung und so. Wahnsinn. Auch die ganzen Wurzeln und so, die dann durch das Dach. Also sieht schon wirklich super gut aus. Dann die beiden hier, die sich unterhalten. Moin, moin. Da ist der Pfad. Dann. Yo. Hi Gunnar, kennen wir uns doch schon. Zack. Ich gehe das eben fix durch, ne, ihr kennt ihr ja noch. La 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 la. Ja. Erzähl mir mal über den Pferdpfad. Du hast. Dann erzähl mir noch was über den unterirdischen Pfad. Eine genau, und ich will es versuchen. Nun, nicht. Nun, da. So. Quest verfolgen. Die könnten, also normalerweise könnten sie ja echt so nett sein, wenn die schon wissen, dass das gleich eklig wird, dass man hier einmal so einen Speicherpunkt setzt, ne? Aber nein. So, wir machen das Ganze dann nochmal. Diesmal hoffentlich ohne zu verrecken. Ich wollte mich schon lustig machen über die Leute da, ne? Jetzt kann ich es verstehen. Und das Spiel einfach mal meint, oh, ich stell dir mal jetzt eben fix unerwartet einen Gegner hin. So, vorsichtig jetzt. Florenz. Hab mich schon gewundert, warum die denn hier gestorben sind. War ja bis jetzt nur ein Sprung. Aber hier sind einige tot. Okay. Und er hatte. Oh, siehst du, jetzt geht das wieder los. Hier muss man echt aufpassen. Na komm her. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Wenn Sirenen hier rum eiern. Oh je. Yeah. Oh, das klang aber nicht so gut. Okay, vorsichtig, Geralt. Vorsichtig. Jetzt klimmen wir hier hoch. Siehst du, ganz entspannt. Oh je. Yeah. Das ist ja auch am Rennen wie so ein Verrückter. So, hier lang. So, warte. Wir könnten nochmal wieder diese Armbrust gebrauchen. Die! Wobei das hier schlecht ist. Die muss, eigentlich muss sie ja hier hochkommen. Na, komm her. Einfach nur perfektes Timing. Dann haut das hin. Wenn man genau dann angreift, wenn dieser rote Ich greif dich jetzt an Balken kommt, dann trifft man sie eigentlich immer perfekt. Hier noch irgendwas zum Looten? Nein. Gut. Achtung, jetzt. Jetzt geht's weiter. Jump! Oh, das war aber. Ich habe für einen kurzen Moment habe ich uns abstürzen sehen. Oh, voll das Jump-Rätsel hier. Ich spreche nochmal wieder zwischen.
Also es ist wirklich gar nicht so ohne. Ich kann jetzt verstehen, was er gesagt hat. Dieser Weg ist doch was für echte Kerle. Ich mach erstmal Licht an hier. Zack, so. Geralt was hier. Liegt irgendwas rum? Nö. Und jump. Ah, jawohl. Ah. Das sieht auch ein bisschen bescheuert aus, ne? Also, scheiße. Okay, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Dann da hoch. Ach, wie hübsch das hier ist, wa? Mm, hat leichtes Skyrim-Feeling, muss ich sagen, ne? Was ist das denn nun hier? Komm ich denn da hoch? Was ist das hier für ein Verarsche? Ich hab den Weg kaputt gemacht. Ja, ich muss wahrscheinlich, muss ich da runter. Das hilft nix. Machen wir das halt. Oh. Und dann geht das hier wohl weiter. Hoffe ich mal. Kann auch sein, dass wir jetzt auf dem falschen Pfad sind. Aber das werden wir gleich sehen. Okay. So far, so good. Rein in das kleine Bürkchen hier. Hübsch ist es. Kann man hier was looten? Ja. Looten, looten, looten. Alchemistische Partner. Sehr viel. Und Schnaps natürlich. Ist ja klar, ne? Wenn ich in so einer Burg irgendwas finde, dann noch Schnaps. Was ist hier los? So ein kleines Gefängnis. Sieht aber auch nicht sehr einladend aus. Aber schauen wir uns mal um. Kommt man hier durch? Ja, hier sind dicke, fette Riesenwände. Sonst liegt hier nichts rum. Oh. Erstmal nach unten. Ich habe das Gefühl, wir sind vom Weg abgekommen. Ich will es ja nur sagen, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das noch die Quest ist. Oh, das geht gerade ins Untere. Ich weiß es nicht. Kommt mal hier rein. Oh, scheiße. Hi there! Ich kümmere mich erstmal um die Erscheinung. Shit. Still. Auf jemanden weg zu teleportieren. Soll denn sowas? Okay. Wir machen mal ein bisschen Licht an, wo wir waren. Dann habe ich nachher noch eine Übersicht, einen Überblick darüber, wo wir waren, wo wir noch nicht waren. Hier ist auf jeden Fall mal eine Kiste. Dann haben wir hier einen Schalter. Ich ziehe immer gerne an Hebeln. Okay, irgendwas ist aufgegangen. Dinge, die aufgehen. Immer gut. Ich mache erstmal Licht an, ne? Ich kümmere mich gleich um dich. Lass mich erstmal hier ein bisschen für Licht sorgen. Muss ein bisschen Überblick verschaffen hier über die Gegend und was hier so los ist. Okay. Ich muss sie eigentlich mit dem Jürgen fangen, ne? Na komm, Erscheinung. Ich glaube, ich sollte das auch machen. Das geht einfach schneller. Komm her jetzt. Siehst du, jetzt macht ihr mich fertig, weil ich nicht das Jürgen einsetze. Aber die sind nur Level 7. Das ist fast nicht lohnend. Na egal. Wir nehmen jetzt doch das Jürgen. Ja. Fangen Sie mit dem Jürgen. Fangen Sie doch selber mit dem Jürgen. Ballade von Thorgeir dem Brunten. Oh, guck mal, was er in seiner Ballade denn so schreibt. Ist das als Quest-Item? Jawohl. Leute, hört, ich will euch singen und euch manche Kunde bringen. Es war ein Jarl, ein tapferer Recke. Er schlug die Feinde gleich am Flecke. Niemals wollte ihn der Mut verlassen. Mit Jarl Thorgeir war nicht zu spaßen. Die Insel, die war ihm viel zu klein und darum fuhr er in die Alba hinein. Nicht lang und er stand vor dem goldenen Türmen. Die ließ er erbeben, die Stadt ließ er stürmen. Doch Nilfgaard, das wusste sich trefflich zu wehren. Es ließ dem Jarl Mörder als Manne bescheren. Es lockten mit Reichtum die Nilfgaarder dann nach Skellige so manchen Verbrecher heran. Gegürtet zur Schlacht stand der Jarl wohlend fort, doch Nilfgaard ist ehrlos wie Dämon und Chord. Sie richteten auf das Fort ihr Katapult, die Wände zerbarsten, es kam zum Tumult. Ein Trümmermeer schluckte die edelsten Leut und viele der Namen, die kennt man noch heut. Tore von Dovre, der schlummernde Bert und der Wächter des Jarls, der Hexer Gerd. Rest der Ballade unleserlich. Oh, geht auch noch länger, das Ding. War ganz witzig eigentlich, ne? Schön zu lesen. So, wollen wir mal ein bisschen umgucken jetzt hier. Hier sind noch so ein paar... Da ist nichts drin. Bevor wir nach unten weiter hinabsteigen, erstmal hier gucken, ob wir da noch was in den Räumchen finden. Da liegt nämlich noch irgendjemand Totes rum.
Runenstein. Jawoll. Hier war gerade nochmal so ein Lichtdings hier. Licht. Immer Licht machen, damit man rafft, wo man war. Außerdem sieht das dann hier schön aus. So muckeliger mit Licht, ne? Muss man ja einfach zugeben. So, hier noch irgendwas? Nö. Machen wir hier auch noch Licht. Licht. Ich mach Licht. Der Lichtbringer. So, sonst ist hier wohl nichts. Da ist noch... Hier noch irgendwas? Nee. Na gut, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal weiter. Das sieht doch gleich ganz anders aus, so wenn das beleuchtet ist, ne? Muss man ja zugeben. Weil mal eben gerade zwischen. Und dann machen wir uns hier hinab. Oh je. Vorsichtig, Geralt. Oh. Also irgendwie haben wir, glaube ich... Huh. War es das nu? Ja, sieht wohl so aus, ne? Kein Entkommen mehr für uns. Wir müssen jetzt also weiter. Ja, dann gehen wir durch diese kleine Höhle hier. Sieht doch ganz muggelig und nett aus. Mal sehen. Naja, ein bisschen... Bisschen scheiße ist schon. Oh. So, warte. Ich fange jetzt mit dem Jürgen. Na, komm her. Na, komm her. Jawoll. So, diesmal habt ihr auch einen Jürgen gekriegt. Ist auch einfach schlauer, ne? Ich geb's zu, man sollte die Zeichen auch benutzen, wenn man sie hat, ne? Ist ja gut. So, was ist das hier noch? Loot dann mal noch, Geralt, komm. Na toll, jetzt kommt da noch eine. Was ist los mit dir? Oh, irgendwie habe ich nicht getroffen. Zeit zu sterben. Anscheinend triggert man das Vieh hier immer wieder. Also, gehen wir mal weiter. Treppe hinauf. Aber Licht anmachen, komm. So viel Zeit wird ja wohl noch sein. So, wo sind wir jetzt? Sind uns nicht so ganz sicher. Ist da oben was zu finden? Oh je. Ne, da ist nichts, keine versteckte Kiste oder sowas. Aber wir kommen hier noch hoch. Okay. Und, oh, komm. Oh, das hat ja nicht so gut funktioniert, Geralt. Dann kletter mal da hoch. Ist auch okay. Und das können wir wohl wegarden. Und, ups. Na, siehst du. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Jetzt sind wir hier, wo wir vorhin nicht reinkamen, mit dem riesigen, großen Gitter hier. Okay, dann lass uns mal umgucken. Liegt da der Rest der Ballade oder was liegt da jetzt rum? Erstmal machen wir wieder Licht. Dann ist hier nichts, aber hier ist nochmal... Na. Licht bitte. Ballade von Gerd, dem Hexer. Chroniken des Clans Torgir. Und Bärenrüstung. Oh, siehst du. Löb bei uns. Schatzsuche, Bärenschulenrüstung. Na, siehste. Oh. Oh, Kacke. Falsch. Entschuldigung. Ich wollte dich eigentlich mit dem Jürgen fangen. Keine Absicht. Komm schon, lad mal auf hier. Na, komm her. Trau dich doch. Du sollst doch nicht da hinten hängen bleiben. Na, komm. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh, das werden immer mehr. Willst du nicht in meinen Jürgen? Du willst lieber gegen die Wand? Mach dir hier einen Jürgen. Okay. Au! Wenn die mal trifft, dann trifft die aber auch doch. Meine Herren. So, ich habe keine Lust mehr auf dieses fürchterliche Gemäuer hier. Nix wie weg. Hebel ziehen. Zieh den Hebel, Kronk. Also. Was ist nun denn aufgegangen? Ach, das Tor. Ach ja. Naheliegend, ne? Gut, hier wieder raus. Bedeutet allerdings, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Es muss einen anderen Weg geben. Kann man hier noch... Ah, warte, hier kann man... Ja, hoch. Okay. Dann gehen wir mal da entlang. Oh je. Ah, guck mal, das ist nur eine Kiste. Ja. Hier wird nichts zurückgelassen. Eigentlich will ich auch noch die Ballade vom Hexer Gerd lesen, ne? Lass uns das gleich mal noch machen. Wir scheinen jetzt hier wieder auf dem Pfad zu sein. Ist doch hübsch hier, ne? Wie es nebelig ist und so.
Wunderschön, genau, hier ist der Rest des Pfades. Und wir gucken kurz mal in die Ballade des Hexers Geert, ne? Also, da bin ich ja doch schon ein bisschen neugierig. Ballade von Geert, dem Hexer. Ein Mann, dem der Tod keine Aufregung wehrt, von solchem Holz geschnitzt war der Hexer Geert. Verfolgt von Gestalten, die durch und durch schlecht, so schlug er auf Arztgellige das letzte Gefecht, und gar nicht mal schlecht. So wie er dort eintraf, umfing ihn Geschrei. Zu Hilfe, ein Drach, ist all vorbei. Da fast auf treffliche Art er die Klingen, brach auf und erschlug das Vieh, von dem ich sing und Kunde euch bring. Doch wilder als Wölfe verfolgten sie ihn, die finsteren Feinde mit finsterem Sinn. Im Schutze der Dunkelheit schlugen sie zu, doch waren sie selber die Opfer im Nu. Da war endlich Ruhe. Der Hexe ertritt zwischen Monster und Leut, und damit verbringt er erhebliche Zeit. Er wehrte Sirenen vom Clan Tyres ab, er stieg in die Höhle Melusinis hinab. Doch dann wurd's knapp. Fehlende Fragmente. Es kehrte Jarl Thorgier voll Stolzes zurück, ein Freund wohl wie dieser, ja das ist ein Glück. Was hat ein Jarl Freude, wenn er einmal fort und bei seiner Rückkehr ist alles am Ort. Dank hexerschem Sport. Fehlendes Fragment. Ja, cool, ne? Kommt mir gerade so ein bisschen vor wie in der Schule, wo man damals so Gesichter, oh je. Gründung des Clans Thorgier. Und es erhob sich groß Jubel in der Burg, als der fahrende Monsterschlechter erschien, der Hexer Geert. Jarl Thorgier, der seit dem Tode seines Kampfbruders Ingmar gar zu bekümmert und lustlos geworden war, wurde von neuer Kraft beseelt. Jarl und Hexer fanden rasch zusammen und unternahmen bald gemeinsam Jagden und Feste, auf denen Gelächter und Getöse kein Ende nahmen. Unleserlich. Dann erzählte Jarl Thorgier Geert von der grässlichen Striege in den Ruinen von Etnir, die einst zur stolze Festung entweihend, welche in besseren Zeiten und unerschütterliche Wächter des nördlichen Gebietes Arztskellige gewesen war. Der Kummer des Jarls rührte den Hexer und er kündigte an, die Bestie zu fällen. Doch der Hexer Geert erklärte als wahrhaft professioneller Handwerksmann, dass er zunächst in einem ersten Auftrag Spikerog von Sirenen befreien musste. Unleserlich. Und so gab der Jarl Geert eine pralle Börse und stellte Olwen Orks Sohn als Führer in seinen Dienste, der ihn sicher nach Spikerog bringe und ihm im Kampf gegen die Sirenen beistehen sollte. Geerts Herz füllte sich mit Dankbarkeit und er übergab dem Jarl ein Rüstungsschema, das er lange mit sich geführt und gehütet hatte. Ein Zeichen seiner Entschlossenheit, nach erfüllter Aufgabe sogleich zurückzukehren. Das waren die Bärenrüstungen, die wir da gefunden haben. Sehr schön. Gut. Wir gehen jetzt aber erstmal hier weiter. Oh, was ist mit, also mit Beleuchtung und dem Nebel? Es sieht einfach nur... Ich will es ja nicht sagen, Leute, aber es sieht gut aus. Oh, Geralt, nur einmal springen. Verdammt nochmal. Oh, Jemine. Okay. So, da sitzt auch schon so ein alter Chiller hier rum. Moin, ist hier gerade... Weißhaarige tritt dem Tod gegenüber. Nein, kein Fremder kann den Weg der Krieger gehen. Meinst du? Kein Fremder hat den Weg der Krieger je gemeistert. Es gibt für alles ein erstes Mal. Manche lernen nur aus Fehlern. In Skellige kosten Fehler einem nur meist das Leben. Ja, lass mich mal machen. Hier ist doch gerade Zwischenpause. Da kann ich doch bestimmt hier drinnen eben kurz mal einen trinken. Ich loot mal gerade deinen Kram. Ne? Scheinst du ja hier rumzustehen. Das ist hier der Wächter des Pfades oder so. Ich habe keine Ahnung. Der passt halt auf, ne? Der passt einfach nur auf. So, was ist denn los, alter Mann? Ich schaff das schon. Vertrau mir, ich speichere nur mal kurz hier zwischen. Und dann geht das hier weiter den Berg hinauf. Und tschappala! Jawoll. Ich würde sagen, wir schlagen uns ganz gut so weit. Warte mal, hier kann man seitlich vorbeigehen. Komm schon. Ich sehe schon wieder Lebensbalken von irgendwelchen Viechern. Na komm her, du. Warte, ich muss noch Quen anmachen. Na komm her, na komm her. Trau dich. Oh, Vorsicht, Geralt, das geht da tief runter. Tief geht's da runter. Meiner Meinung nach zu tief. So, ich würde sagen... Der Hahn hat zwar noch nicht gekriegt, aber er kriegt gleich in wenigen Sekunden. Deswegen lasst uns am besten schon mal hier einen Break machen. Oh, wieso ist jetzt mein Telefon an? Das wollen wir doch nicht. Ich wollte den Hahn ausmachen. Er kräht auch schon, also passt das. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und werden dann den Rest dieses Weges beschreiten. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Bis dann. Tschüss, euer Blaufuchs.